Power Dice zählt, Baby. Let's go, Baby. Let's go, Baby. Power Dice zählt, Baby. Let's go. Mittlerweile muss man bei dem vom Envy Run zu Envy Run den Stick nicht mehr austauschen. So viel der Stick schon gedroppt. Keck weh. Gut, dass du deine Drops hier nicht so flexst, Eddie. Das lässt dich wirklich sehr sympathisch rüberkommen, Bro. Wieso mache ich eigentlich nicht Red Meteor gleichzeitig? Ach, AO8. Wenn ich könnte, dann würde ich wirklich dir kräftig die Hände schütteln. Trash. Trash drops. Trash drops. Trash drops. Nix. Heute gab's nix. Irgendjemand hat den letztens übelst weggehatet. Ich? Oh ja, das kann sein tatsächlich. Ey, da liegen Boots. Let's go. Boots gedroppt. Let's go. Kennt ihr diesen einen Typen in Vietnam oder so, der mit den 20 Handys damals Pokémon Go gezockt hat? Der hat sich so einen Fahrradständer gemacht? Aha, er hat Ständer gesagt. Gott. Okay, immerhin Doppeldrop. Okay. Dann. Doppeldrop. Okay. Zwei Doppeldrops. Der hier sah gar nicht gut aus. Ist auch ein Doppeldrop. Oh, zweimal Doppeldrop Mightier plus 1. Okay. Drei Doppeldrops. Und jetzt sag mir bitte, der Blade hat auch mindestens einen Doppeldrop, dann war es wenigstens ein guter Einsertag. Und Blade hat nur einen Single Drop. Du willst mich doch verarschen. Und Forgeal Boots waren die Boots. Alter, ich habe einfach 5 Mightiers gedroppt. Dass die Leute wirklich denken, dass es so ist, dass man von dem Spiel verarscht wird. Dass die Entwickler so inkompetent sind. Oder einfach wirklich nur Verschwörungstheorien. Ich weiß es nicht. Aber ist schon interessant. Also Bolt hat ja heute auch gesagt, ohne Party Skills hat er besser gedroppt als mit Party Skills beim normalen Grinden. Ja. Das ist schon mal ziemlich kontrovers auf jeden Fall. Weil ich meine, warum sollte man mit Party Skills schlechter droppen? Party Skills existieren literally. Also natürlich die Drop-Skills sind natürlich gemeint. Party-Skills existieren literally, um mehr und selteneres, besseres zu droppen. Literally der Sinn der Party-Skills. Wenn man also eine Vermutung aufstellt oder eine Behauptung, dass man mit Party-Skills schlechter droppt als ohne, sagt man mehr oder weniger, das Spiel funktioniert nicht richtig. Und man vertraut nicht dem, was im Spiel quasi steht. Also da steht ja quasi, mit Party Skills droppst du besser. Und du sagst, stimmt nicht. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Und das Zweite ist dann halt sowas mit, ich meine, gut, okay, da gab es tatsächlich mal eine Kontroverse oder gab es schon öfter mal so ein bisschen, sag ich mal, Drama. Also da ist das vielleicht ein bisschen gefestigter, was das angeht. Aber bei den Bossfights, wie jetzt zum Beispiel bei Clockworks, sagen einige Leute, ja, Clockworks droppt auf Medium besser als auf Hard. Hard ist ein Scam. Wo man auch sagen kann, naja, ich meine, in-game steht, Hard droppt, ich glaube, 20% besser.
Und das heißt, im Endeffekt sagt man da auch wieder, in-game steht irgendwas, aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Also sagst du im Endeffekt wieder, ich glaube entweder das Spiel ist einfach schlecht oder die Entwickler sind inkompetent oder sie lügen uns straight ins Gesicht. Irgendwas davon sagt man dann mehr oder weniger. Also ist eigentlich schon interessant und wie gesagt, das sagen ja nicht auch nur ein, zwei Leute oder so, die so eine, keine Ahnung, wahnwitzige Theorie aufstellen, sondern das ist ja, liest man schon oft eigentlich. Und ein bisschen gestützt halt bei der Clockworks-Theorie wäre es halt dadurch, dass sie halt bei Red Meteor mal behauptet haben, das ist noch gar nicht so lange her, aber Alter, ich vergesse so viele Sachen so schnell mittlerweile. Liegt glaube ich nicht daran, dass ich so alt bin, sondern einfach, weil ich mir so viel merken muss. Aber dann gab es da die Kontroverse, dass Red Meteor und Medium, glaube ich, waren vertauscht. Also Medium war quasi so stark wie der, Red Meteor High und Medium, dass die irgendwie vertauscht waren. Der eine sau stark und der andere hat dafür nichts gedroppt, obwohl er sau schwach war. Whatever. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, was das Ding war. Aber da haben ja sogar die Entwickler am Anfang gesagt, nö, das stimmt nicht. Und dann haben sie gesagt, okay, es stimmt doch, aber auf dem Testserver war es anders und deswegen konnten sie es nicht nachvollziehen, weil auf dem Testserver hat es gestimmt. Und deswegen haben sie nicht gecheckt, dass es auf dem richtigen Server verbuggt war, so ungefähr. Und sowas stützt natürlich dann neue Theorien, wenn du sagst, ja, also ich glaube, es ist so und so. Und ich sage, das Spiel hat Unrecht sozusagen oder die Entwickler haben Unrecht oder das, was im Spiel ist, glaube ich nicht, das ist falsch. Und dann stützt man das halt quasi auf vergangene Patzer der Entwickler, wo man sagen kann, na gut, okay, da haben sie echt verkackt. Also könnte es ja theoretisch sein, dass es wirklich falsch ist, was in-game steht und die das auch verkackt haben. Aber das habe ich vorhin schon zu Bolt gesagt, also das gesagt habe mit den Drops. Wenn man an dem Punkt ankommt, wo du den Entwicklern quasi nicht mehr glaubst, also gar nicht mehr glaubst, dann ja, ist es wahrscheinlich besser, man hört auf mit dem Spiel, weil ich meine, das ist dann auf Dauer wahrscheinlich ziemlich ungesund. I don't know. Man hat einfach eine extrem schlechte Arbeitsteilung, Arbeitsaufteilung, Kommunikation intern auch, was auch immer. Und solche Kleinigkeiten, also die müssen ja die Suggestions im Endeffekt aufteilen in Sachen, die länger dauern, Sachen, die halt mittelfristig sind und Sachen, die man literally theoretisch in 5 Minuten wahrscheinlich machen könnte. Und klar, dass sie nicht immer alles, was 5 Minuten dauert, sofort machen können, weil wenn dann 5000 Vorschläge am Tag reinflattern, kannst du nicht alles sofort machen. Das sagt ja auch keiner. Aber wenn es halt grundsätzlich etwas ist, was wirklich nicht sehr lange dauern kann, von solchen Sachen könnte wahrscheinlich am Tag ein Typ von denen, könnte wahrscheinlich 10 solche Sachen pro Tag machen, Kleinigkeiten. Und da muss man dann einfach einen Tag die Woche oder einen Tag im Monat, muss man halt für solche Kleinigkeiten festlegen, wo man nur solche Kleinigkeiten macht und dann auch direkt Fehler testet und so, also entwickelt, Fehler testen lassen lässt, whatever. Und dann kann man es direkt im nächsten Patch schon shippen. Und das machen sie halt gefühlt auch nicht. Sonst gäbe es ja keine Suggestions, die gefühlt 5 Minuten dauern würden, aber einfach nicht kommen, obwohl sie schon längst approved sind. Das ist von Anfang an in FNAF Universe schon so gewesen. Literally, es ist extrem unwichtig, will ich gar nicht sagen, aber ich will es nur nochmal sagen. Es gibt immer noch keinen Titel für Fruit Punch. Das habe ich schon in der Beta gesagt, beziehungsweise auf den asiatischen Servern. Junge, es gibt für jeden Food-Ting, es ist vollkommen irrelevant, sage ich gar nicht, dass sie das machen sollten, aber es ist etwas, was literally wahrscheinlich 5 Minuten dauern würde, wenn sich mal jemand anschauen würde. Ich habe gesagt, es gibt keinen Food-Title für Fruit Punch. Dann sagt mir der Moderator, yo, hab's weitergeleitet. Dann schreibe ich ein Ticket, 2 Monate später, ey, es gibt immer noch keinen Titel für Fruit Punch. Nie eine Antwort bekommen. Und jetzt ist einfach fast 2 Jahre später. Und es gibt immer noch keinen Fruit Punch Title. Das einzige Food im Game, für das es keinen Titel gibt, einfach nur, weil sie es straight up vergessen haben, 1000%, sie haben es einfach vergessen. Und es kommt halt aber auch einfach nicht, obwohl es wahrscheinlich literally 5 Minuten, du musst Copy-Paste Meat Salad, du nimmst die Line von Meat Salad im Code, Copy-Pastest, tauscht den Namen aus, tauscht den Titel aus, machst ein anderes Bild rein, fertig. Das kann gar nicht anders funktionieren. Also das muss literally 5 Minuten dauern. Und ich habe es, wie gesagt, zweifach reported. Einmal direkt an den Moderator damals, wo ich mir schon dachte, okay, ob der es jetzt wirklich weitergegeben hat, keine Ahnung. Sicherheitshalber dann nochmal ein Ticket geschrieben. Bis zum heutigen Tage nicht passiert.
Wie gesagt, ist auch irrelevant. Ich habe seitdem nie wieder was geschrieben, weil wen juckt's? Aber es ist so eine Kleinigkeit und nicht mal das kriegen sie auf die Reihe nach fucking 2 Jahren. Das ist halt insane. Also, wenn sie solche Kleinigkeiten schon nicht kommen, wie überfordert müssen sie dann sein mit Sachen, die actually richtig kompliziert sind und richtig lange zum Entwickeln dauern?